Hallo, meine liebe Yogi-Freunde und Freundinnen. Namaste. Herzlich willkommen zu meinem Yoga-Kanal. Ich heiße Julia und dieses Video wird auf Deutsch sein. Heute haben wir eine Praxis für den ganzen Körper mit etwas Schwerpunkt auf Rückenmuskulatur, auf diese seitlichen Muskeln, die wir ziemlich selten im Alltag benutzen, und etwas Hüftöffnung. Wie immer, wenn etwas schwer fällt oder ihr müde seid, ihr könnt euch immer entspannen. Ja? Seid gegenwärtig, seid verkörpert und genießt den Prozess. Wir fangen heute an in einem Schneidersitz. Bitte findet die Sitzbeinhöcke, verteilt das Gewicht gleichmäßig auf beide Sitzbeinhöcke, drückt untere Rücken etwas nach vorne, öffnet die Brust, macht einen großen Kreis mit den Schultern nach oben, nach hinten und nach unten, Schulterblätter leicht kommen zusammen, lässt den Nacken lang sein und richtet den Scheitel in die Decke. Schließt die Augen, spürt hinein . Entspannt die Stirn, die Augen, Nase, Mund, Nacken. Ohne diese Dehnung in Wirbelsäule zu verlieren, entspannt den Scheitel, Hinterkopf, hintere Seite des Nackens. Entspann die Schultern, Ellbogen, vordere Arme, Hände. Entspann den Rücken. Richte die Achtsamkeit zur Brust. Entspann die Brust, den Bauch, das Becken, Oberschenkel, Unterschenkel und Füße. Spür den ganzen Körper von Zehenspitzen bis Scheitel. Nimm sich selbst wahr. Denkt an die Absicht. Etwas, wenn wir diese Praxis widmen, die Energie, die wir heute schaffen, wird auch die Realisation dieser Absicht sich richten. Öffnet die Augen. Macht einen großen Einatmen, bringt die Arme hoch. Ausatmen, die Arme kommen unten. Einatmen hoch, schaut nach oben. Ausatmen, über die Seite, Arme kommen nach unten. Einatmen hoch. Bringt die Schulter zurück in die Gelenke, bleibt hier. Einatmen. Die Daumen ziehen uns nach hinten und öffnen die Brust. Ausatmen. Noch einmal tief ein und bringt die rechte Hand zum Boden, neigt den Körper nach rechts. Verwurzelt linke Sitzbeinhöcke sehr fest im Boden und öffnet die Brust in die Decke.
Bring die rechte Hand hoch, streck die Wirbelsäule. Und mit dem Ausatmen, linke Hand kommt zum Boden und rechte Daumen zieht uns jetzt nach hinten. Wir öffnen die Brust und die Schulterblätter kommen zusammen. Mit dem nächsten Einatmen streckt die Arme hoch. Ausatmen, die Hände kommen zu Knien. Einatmen, drückt die Brust nach vorne, Bauch, Brust, Nacken. Ausatmen, runter den Rücken. Einatmen, nach vorne, öffnet die Brust. Ausatmen, nach hinten, Bauchnabel kommt zur Wirbelsäule. Einatmen, nach vorne. Und ausatmen nach hinten. Atme tief ein, kommt in die Mitte. Streck die Wirbelsäule hier. Und bring die Beine in eine Upavishta-Konasana-Position. Die Zehen zeigen zu Knien. Und es muss gemütlich sein, ja? Also nicht zu weit weg, sondern so, dass wir sitzen mit dem geraden Rücken können. Findet wieder die Sitzbeinhöcke, drückt den unteren Rücken nach vorne, macht einen Kreis mit den Schultern hier, über die Seite Arme hoch und mit dem Ausatmen die Fingerspitzen kommen auf beide Seiten von rechten Oberschenkel und aus der Körpermitte. Wir rotieren uns zu rechtem Bein. Einatmen, etwas höher kommen. Ausatmen, die Brust sinkt zum Knie. Einatmen, etwas höher. Ausatmen, die Brust kommt zum Knie. Einatmen, hoch. Und ausatmen, bleiben wir hier. Rotieren die Schultern nach außen. Drückt die Brust nach vorne. Jetzt linke Hüfte will sehr nach oben kommen. Das lassen wir nicht. Wir erden die ganze Zeit ganz bewusst linke Hüfte in die Matte. Genau, Anser, ja. Mit dem nächsten Einatmen kommt hoch. Streck die Wirbelsäule. Ausatmen, wieder aus dem Becken sich rotieren und dann die Fingerspitzen kommen zur Matte. Einatmen hier, ausatmen, leicht nach vorne neigen. Einatmen hoch, ausatmen nach vorne. Einatmen hoch, ausatmen, bleiben wir hier. Lässt die Zehen zum Knie zeigen, die Schulter rotieren nach außen, Schulterblätter kommen zusammen. Merkt, wie hier die Dehnung passiert, nicht in den Beinen. Atme tief ein, bring die Arme hoch. Ausatmen, linke Hand kommt zur Mitte und wir drehen die Brust nach oben und nach rechts und fangen an nach links zu beugen. Vielleicht könnt ihr auch Ellbogen hier bringen. Ziemlich intensive Haltung. Bring die Schulter nach unten und weit weg von den Ohren.
Atme tief ein, streck die Wirbelsäule. Und jetzt rechte Hand kommt zwischen den Beinen. Wir neigen den Körper nach rechts und vielleicht können Ellbogen hier bringen. Versuch die Brust nach oben zu drehen und öffnen das. Kommt hoch, streckt die Wirbelsäule und nimmt die Oberschenkel, bringt die Beine zusammen und kommt in Vierfüßlerstand. Zora, danke schön. Hier rotiert die Schultern nach außen, richtet die Ellbogen nach hinten, drückt weg von der Matte, nicht runterfallen, sondern ganz bewusst sich die ganze Zeit wegstoßen. Die Fersen sehen wir nicht, sie sind hinter Oberschenkel. Bauchnabel und Beckenbodenmuskulatur leicht einziehen, sodass wir kein Hohlkreuz hier haben. Atme tief ein, tief aus, hier. Und jetzt schiebt die Brust nach vorne, öffnet es, schaut nach oben. Ausatmen, rundet den Rücken. Einatmen nach vorne, ausatmen, die Schulterblätter kommen weg, auseinander und noch einmal einatmen und ausatmen. Bring die Wirbelsäule in neutrale Position, stell die Zehen auf. Und schiebt das Becken nach oben und nach hinten. Hier wieder die Schultern rotieren nach außen. Rücken ist sehr weit. Jeder Wirbel ist ausgedehnt. Raum zwischen Wirbeln erweitert sich mit jedem Einatmen. Die Sitzbeinhöcker kommen auseinander. Wir versuchen, das Becken so zu rotieren, dass das Steißbein zeigt nach oben. Die Oberschenkel rotieren sich leicht nach innen und die Fersen sind etwas breiter als die Großzehen. Schaut nach vorne, hebt das rechte Bein hoch und mit 1, 2, 3 Schritten bringt das nach vorne. Stellt den linken Fuß voll auf den Boden und kommt hoch. Hier die rechte Ferse ist ungefähr in der Mitte von dem linken Fuß. Und linken Fuß leicht nach innen, also die Zehen zeigen nach innen. Hier passiert eine Auswärtsdrehung in die Hüfte, also nicht nach innen, sondern nach außen. Dadurch kommt Steißbein nach unten und dadurch erzeugen wir auch mehr Länge in Lendenwirbelsäule. Richtet die Beine aus, bringt die Hände vor dem Herzzentrum, bringt die Arme seitlich, Schulterblätter zusammen und jetzt schiebt das Becken nach links und rechter Arm zieht uns nach vorne. Noch einmal Becken nach links, rechter Arm nach vorne und jetzt können wir im Dreieck kommen, Trikonasana. Rechte Hand kommt da, wo es kommt, entweder auf Unterschenkel oder auf den Boden.
linke Finger sind angespannt und ziehen uns die ganze Zeit nach oben. Rotiert die Brust nach oben und spürt, wie Rückenmuskulatur hier aktiviert wird. Wo passiert die Dehnung? Merkt es für sich selbst. Bring die linke Hand nach unten. Jetzt linken Fuß kommt etwas näher zu dem rechten und auch zeigt nach vorne. Bring die Schulterblätter zusammen, schiebt die rechte Hüfte nach hinten hier, schaut nach vorne und vielleicht bringt den Bauch zum Oberschenkel. Die Kniescheiben sind hochgezogen und wir spüren die Quadrizeps. Das Gewicht kommt mehr auf linken Fuß als auf rechten. Und die Wirbelsäule die ganze Zeit bewusst in beide Richtungen ausdehnen. Bring die Hände zur Matte, mach einen Schritt mit dem linken Fuß und bring den rechten Fuß auch nach hinten, nach unten, schauender Hund. Adho Mukha Svanasana. Vergleicht jetzt linke und rechte Seite. Rücken, Beine und bereitet euch vor. Hebt das linke Bein hoch und bringt den linken Fuß zwischen den Händen. Bringt den rechten Fuß zum Boden. Hebt den Rumpf. Streckt beide Beine. Kniescheiben sind hochgezogen. Oberschenkel angespannt. Außenkante des rechten Fußes sehr fest im Boden verwurzeln. Die Hüfte nach außen dehnen, Steißbein nach unten, Bauchnabel ein, die Arme seitlich, Schulterblätter zusammen. Und jetzt schiebt das Becken nach rechts und linke Hand zieht uns nach links. Noch einmal, rechte Hüfte nach rechts, linke Hand nach links und kommen wir hier zum Dreieck. Stellt euch vor, als ob es eine Wand vor euch gibt und hinten. Und wir sind ganz in eine Dimension. Wandert mit der Achtsamkeit in dem ganzen Körper, Füße, Waden, Oberschenkel, Becken, Rücken, Bauch, Brust, Arme und Hände. Nacken, Kopf. Nicht beurteilen, nicht einschätzen, einfach beobachten.
bringt die rechte Hand nach unten, rotiert das Becken, rechter Fuß kommt etwas nach vorne und zeigt auch nach vorne, Schultern rotieren nach außen, linke Hüfte nach hinten, nach hinten richten, schaut nach vorne erst und danach kommen wir in Vorbeuge hier. Die Fingerspitzen ziehen die Decke zu uns die ganze Zeit. Dadurch könnt ihr spüren, wie die Wirbelsäule sich ausrichtet. Schaut nach vorne, bringt die Hände zum Boden und kommt in herabschauender Hund. Schultern nach außen, Bauch kommt zu Oberschenkel. Und sinkt die Knie zum Boden. Bringt die Beine nach vorne. Hier findet wieder die Sitzbeinhöcke, bringt den rechten Fuß zur linken Oberschenkelinnenseite, streckt die Wirbelsäule erst und dann kommen wir in Vorbeuge, Jano Shirshasana. Hier die Hände sind entweder auf beide Seiten von Oberschenkel, Unterschenkel oder über den Fuß. Merkt, dass diese Vorbeuge passiert im Hüftgelenk und wir versuchen, die Brust zum Knie zu bringen. Spürt hinein in die Körperteile, wo jetzt die Arbeit passiert und entspannt sie. Kommt langsam hoch, bringt das rechte Bein nach vorne, linken Fuß zu rechter Oberschenkel, Arme hoch, strecken wir die Wirbelsäule, ausatmen, Vorbeuge. Entspannt etwas noch die linke Hüfte. Entspannt den Rücken. Hebt den Kopf, hebt die Brust, streckt das linke Bein nach vorne, die Arme nach oben und kommt in Vorbeuge im Sitzen. Hier, Steißbein kommt nach hinten, nicht nach unten. Runden wir den Rücken nicht. Versucht hier einen Hohlkreuz zu machen und ihr werdet spüren, wie dadurch richtet sich die ganze Wirbelsäule und wie wir viel besser die Beine auch spüren können.
Entspann die Stirn, die Schultern. Entspann den unteren Rücken, hintere Seite Oberschenkels, Kniekehle, Waden. Bring die Achtsamkeit hinein. Schaut nach vorne, hebt den Kopf, die Brust, die Arme. Bringt die Arme zum Boden. Schiebt etwas das Becken nach vorne. Nimmt die Oberschenkel, kommt zum Liegen hier. Die Füße stehen auf der Matte parallel zueinander. Heb das Becken hoch. Das Gewicht ist auf Fersen, nicht auf Fußballen, sondern auf Fersen. Und ausatmen, das Becken nach unten. Einatmen hoch. Wirbel nach Wirbel. Ausatmen nach unten. Einatmen hoch. Bring die Hände zusammen hinter dem Rücken, so ein bisschen die Schultern aufrichten, hallo Zwara, und richte das Becken etwas noch nach oben. Überprüf, dass es keine Anstrengung in Nackenwirbelsäule gibt. Wir dehnen einfach vordere Seite des Körpers und machen eine Kompensationshaltung für untere Rücken nach dem Paschimottanasana. Noch ein bisschen hoch und bring das Becken zur Matte. Bring die Arme seitlich, die Handfläche zeigen zum Boden. Bring die Knie nach rechts, schaut nach links. Bring die Knie zur Mitte und die Knie nach links, wir schauen nach rechts. Kommt zum Zentrum, spürt hinein, vielleicht gibt es etwas, was der Körper gerade machen will, und bereitet euch vor für Shavasana. Streckt die Beine, streckt die Arme. Die Arme sind ungefähr 40 Grad weg von dem Körper. Die Beine, die Füße sind breiter als Matte. Der Kopf ist auf dem Hinterkopf. Bring die ganze Achtsamkeit zu den Füßen. Mit dem Ausatmen entspannt die Zehen, Fußballen, Fußsohlen. Entspannt die Fußgelenke, Waden, Schienbeine. Entspannt die Knie, Kniescheibe, Kniekehle. Hintere Seite Oberschenkels. Entspannt die innere, vordere,
und äußere Seite Oberschenkels. Bring die ganze Achtsamkeit zum Becken und zu den Hüftgelenken und mit dem tiefen Ausatmen entspannt die Hüftgelenke, das Becken, Steißbein, Kreuz. Nimmt wahr die ganze Wirbelsäule, so wie ihr das versteht. Und mit dem Ausatmen entspannt die Wirbelsäule, Raum zwischen Wirbelsäulen, Schulterblätter, Schultern. Entspannt die Ellbogen, Handgelenke, Hände und Finger. Entspann den Bauch, Rippen, Brust, Schlüsselbeine. Entspann den Nacken und den Hals, Hinterkopf, Scheitel. Und das Gesicht. Das Gesicht spannen wir meistens an. Also jetzt nimm diese ein paar Momente, um jede Muskel bewusst zu entspannen. Fängt langsam an, zurückkommen, merkt den Atem, findet die Finger, die Zehen, bewegt sie ein bisschen, streckt die Arme über den Kopf hoch und rotiert nach rechts. Nimmt hier ein paar Momente, um sich selbst zu bedanken, dass ihr heute diese Zeit für sich gefunden habt. Mit der linken Hand drückt euch hoch, kommt zum Sitzen. Die Augen können noch geschlossen sein. Bringt die Hände vor dem Herzzentrum. Spürt diese Dankbarkeit, wie es wächst in dem Herz. Und fühlt jede Zelle in dem Körper. Strahlt nach außen . Fühlt den ganzen Raum
Wenn ihr bereit seid, öffnet die Augen. Ich danke euch, dass ihr heute mit mir diese Praxis gemacht habt, dass ihr die Zeit für sich selbst gefunden habt. Und ich freue mich sehr über die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns sehr bald. Namaste. Ja.